Tja, auf zum Bismarck Turm. Irgendwo neben der Sonne. Da können wir es mal probieren. Sonntagvormittag und ein Betrieb. Ich habe mich auf einen Seitenweg zurückgezogen. So viele Leute zu Corona-Zeiten auf dem selben Weg ist auch nicht gut. Der Goldberg. Keine unendlichen Weiten. Höchstens die Sichthäute. Etwas unterhalb eines der vielen hier auftretenden Löcher. Das sind keine Bergbauschächte, sondern Bombentrichter. Die Innenstadt ist ja nicht weit. Bombenkrater gibt es noch reichlich. Müsste man eigentlich mal durchnummerieren. Vielleicht kann man die diversen Angriffen noch zuordnen. Ja, für Leute mit Langeweile. Frisch. Bismarck, der eisige Reichskanzler. Und dann über das noch. Eisern oder Herzern? Frag doch nicht so. Furchtbar. Ja, das war eben die Rache des Bismarck. Ne? Wenn ich mich schon über ihn lustig mache, erschrickt er mich. Hier oben, das soll ein Schießplatz sein. Vielleicht war das mal einer. Der gehörte dann vielleicht zur Waldschenke. Würde auch den Namen Schützenstraße erklären, der früher für die Buntebachstraße stand. Aber ursprünglich ist es mit Sicherheit ein Steinbruch. Man sieht, leider jetzt nicht so bei dem diffusen Licht, die einzelnen Schichten, die da abgetragen wurden, um Steine zu gewinnen. Ich gehe heute den Höhenweg, ein bisschen Sonne genießen. Trotz der eisigen Kälte. Ich lasse mich immer gerne ablenken durch die Rapisten vor mir. Führt so eine Piste durch eine Vertiefung. Diese Vertiefung ist offensichtlich kein Bombentrichter. Der Höhenweg führt ein bisschen weiter rechts am Hang entlang. Dahin ist der Riegerberg. Ich bin sozusagen schon auf dem Anstieg Richtung Fernmeldeturm. Also das sieht mir hier eindeutig auch noch Schurfstelle aus. In der Mitte so eine kleine Halde. Gut zu wissen. Die sich windende Radpiste, die sich hier gerade bei Frost sehr gut gehen lässt, endet in einem schmaleren
Hohlweg, der nicht sehr tief ist, teilweise wohl auch undeutlich, oben an der Kuppe wahrscheinlich ausläuft. Ja, und dann ist es auch nicht mehr weit bis zum Fernmeldeturm. Ist ein bisschen kalt zum Filmen, hab schon klamme Finger. Kleine Ergänzung noch, die Radpiste endet am Dreitürmelweg und unmittelbar an der Stelle so ein kleiner Bummtrichter, eher ein Granattrichter. Theoretisch könnte es sich auch um das Loch eines Baumwurfs handeln. Ja, Sonnenlicht. Der Dreitürmeweg führt hier über die Höhe, ist sozusagen der eigentliche Höhenweg. Links gibt es den Selbecker Stieg noch, oder Alphangstieg, den gibt es auch noch. Aber hier geht es Richtung Stern. Und da will ich hin und dann überlege ich mir noch was. Höhenweg, Dreitürmeweg zwischen Kreuzpunkt und Stern, habe ich gerade die Höhe erklommen und sehe, hier oben ist auch ziemlich viel abgeholzt und wieder angepflanzt worden. Hintergrund, so Buscherberg, alles etwas diesig, Hinwiese auch. So weit gehe ich dann heute nicht mehr. Ich werde wahrscheinlich über den Försterpfad zurück. Also über Imdert. Diese Ruhe hatte ich schon eine Weile nicht mehr. Aber auch hier ist Volk unterwegs. Und das Muffelwild. Hier her. Hier das Wild hält sich, wenn schlau ist, unten an der Dirtstraße am anderen Futterplatz auf. Da ist ein bisschen mehr Betrieb. In diesem Sinne geht's nach Hause und tschüss. Das war's mal wieder. Goldberg, Riegerberg, Egger. Und tschüss.